Servus Michi, erzähl doch mal ein bisschen über deine Klettersteigschule. Ja, die Klettersteigschule haben wir im Rahmen von der Erbauung des Grünstein-Klettersteigs 2009 gegründet. Es sollte einfach am Anfang Ausbildungskurse darstellen, wo man Leute für die Klettersteige begeistert. Für uns war das auch zu wenig, dass die Leute in den Fachhandel gehen können sie Ausrüstung kaufen und haben eigentlich keine Erfahrung. Und es wird da beim Klettersteig so eine gewisse Sicherheit suggeriert. Die Leute meinen, okay, ich habe mir Ausrüstung gekauft, es kann nichts passieren. Aber das zeigen die steigenden Einsatzzahlen in der Rettung, dass einfach Klettersteiggehen gefährlich ist. Und das war für uns der Grund, dass wir einfach das Bindeglied zwischen Hersteller, Händler und dann dem Endverbraucher ist. Wie viele Bergführer hast du in deiner Klettersteigschule? Also wir haben in der Klettersteigschule oder können zurückgreifen auf rund 25 Bergführer, die für uns tätig sind. Die Bergführer sind freiberuflich tätig für uns, also wir haben keine Festangestellten. Und so maximal in der Saison sind am Tag für uns 5 Bergführer unterwegs. Also sprich dann auch am Tag 5 Kurse? 5 Kurse, genau. Und so ungefähr im Sommer, wie viele Kurse gibt es hier da? Also wir geben eigentlich im Sommer oder in der Saison, die im April startet und bis Ende Oktober führt, geben wir eigentlich regelmäßig Mittwoch, Samstag und Sonntag Kurse. Und wie gestaltet sich so ein Kurs? Also grundsätzlich wird den Leuten einmal die Ausrüstung erklärt. Wir wollen auch, dass die Bescheid wissen, wenn sie im Fachhandel gehen. Und dann sollen sie schon ein gewisses Vorwissen haben, was sie kaufen. Für uns ist es entscheidend, dass die Leute, wenn sie zum ersten Mal in Berührung mit dem Klettersteig kommen, dass sie auch das Verständnis aufbringen, okay, sie kaufen sicher Notfallausrüstung und keine Sicherheitsausrüstung. Das ist der Hauptunterschied. Die Kurse gestalten so, zuerst ist ein kurzer theoretischer Part mit der Erklärung der Ausrüstung. Es geht dann hierher, wo man das praktisch mit Boden unter den Füßen übt und dann geht es in die Vertikale. Warum hat deine Klettersteigschule sich für Skylotech entschieden? Mir hat am besten bei Skylotech gefallen, weil sie einen Schritt vorwärts und eigentlich den richtigen Schritt vorwärts gemacht haben mit der Einführung des Riders. Ich habe circa vor 10 Jahren das erste Mal einen Rider in der Hand gehabt, damals nur die alte Version. Und ich bin der Meinung, Klettersteig gehen soll so sicher als möglich gestaltet werden. Für den Geher, als auch für die, die hinten nachrücken. Und da bietet einfach der Rider in meinen Augen ja, den richtigen Schritt in die Zukunft. Also man soll am Klettersteig nicht mehr weit stürzen können. Mhm. Und das war eigentlich der Grund, weil Skylotech der einzige Hersteller war und meines Wissens so auch noch ist, der den Schritt gewagt hat mit dem Rider, wo blockiert am Seil. Und mittlerweile ist der Rider auch so ausgereift, dass man fast keinen Unterschied mehr zum normalen Karabiner feststellen kann. Mhm. Jetzt kommen wir hier in der Gegend, ist ja relativ viel Fels. Was sind da deiner Meinung nach die schönsten Klettersteige? Beziehungsweise hast du irgendwas, was du besonders empfehlen kannst? Also man muss da grundsätzlich unterscheiden. Es gibt Klettersteige, die sind landschaftlich sehr schön. Ein anderer mag das, wenn Klettersteige recht schwierig sind. Der will sie in der Schwierigkeitsgrad steigern. Und andere sind halt einfach bequemer und wollen kürzere Klettersteige. Und somit hat jeder Klettersteig seinen Reiz. Generell, das Klettersteiggehen hat den Reiz, und gerade für die, die das noch nie gemacht haben, dass man einfach mal in die Vertikale geht, dass man einfach mal das Gefühl hat, selbst an die Grenzen zu gehen, vielleicht auch mal ein kurzes Stück darüber hinaus zu gehen, und das schärft die Sinne und somit sammelt man auch Erfahrung. Wenn man sich jetzt überlegt, im Sommer, wo man hinfahrt, man will seinen Urlaub mit Klettersteiggehen verbinden, was könntest du da empfehlen? Also generell ist es so, dass jetzt mittlerweile jeder Alpenort schon auf den Klettersteig zurück oder installiert hat. Es wird immer mehr und das hängt davon ab, was man machen will. Wenn man im Frühjahr unterwegs ist, dann empfiehlt es sich natürlich mehr in den Süden zu fahren, also sprich Südtirol-Gardasee, weil es einfach vom Klima her besser ist. Und ansonsten ist der gesamte Alpenraum mittlerweile so gut abgedeckt mit Klettersteigen, dass man überall sein Vielen Dank. Findet.